Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter. Wir machen heute weiter. Und heute sollen wir wahrscheinlich den nächsten an den Kragen. Mal gucken, wer das sein wird. Wahrscheinlich dem Duval. Ja, wir haben eh alles erledigt. Woher wissen Sie das? War eine Ahnung. Hab eine Wohnung im French Ward überwacht, die im Namen seines Jüngsten gemietet ist. Da hat der Drecksack sich versteckt. Hat sich mit ein paar Kumpels wieder nach Frisco reingeschlichen. Er weiß, wenn Olivia ihn nicht kriegt, dann sie. Alles gut? Scheiße, nein. Die armen Leute. Ich habe einen alten Freund im Ministerium, der ihnen helfen wird. Aber Moreau und Remy Duval, die werden sich vor Gericht verantworten müssen für das, was sie getan haben. Für alles. Werden sie. Mein Wort drauf. Verdammt, als ich herausgefunden habe, was die machen. Oh, stoppen Sie Moreau. Nichts lieber als das gerade. Jetzt hört, dass dieser komische Insekt endlich das Handwerk gelegt wird. Na dann machen wir uns mal auf heute zum Supermarkt. Und dann wollen wir dem Kollegen da mal auf jeden Fall das Handwerk legen. Wir sollen also zum Supermarkt jetzt. Ja, den haben wir ja eben schon gut verteidigt und auseinandergenommen. Aber da waren nicht so viele Gegner drin, ne? Und ich kann meine Jungs nicht holen. Irgendwie backt das gerade so ein bisschen. Ich vermute, dass irgendwo da oben in diesem Hüttendings noch einer irgendwie sich in die Ecke gesetzt hat oder so, weil der immer noch lebt. Deswegen kriege ich die nicht geholt. Aber bisher haben wir es eigentlich auch gut auf die Reihe bekommen. Wir haben Gott sei Dank noch 4 Leben. Sind ein paar, okay. Aber es ist machbar alles. Die kommen schon von ganz alleine, die Kollegen. Er hat mich erwischt! Er hat mich erwischt! Hab dich, du Arschloch! Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte helfen bei dem Telefon. Hallo? Ich würde das gern für dich erledigen. Ich arbeite mich gerade durch. Ich verpiss mich. Das war mir klar, dass der den nimmt. Solange ich nachlade. Wir können ihn haben, wenn ich wie zum Henker konnten wir ihn entkommen lassen. Scheiße! Der Bursche gehört mir. Er nicht. Haltet mir ja den Rücken frei. Verflucht noch mal fertig! Ja, so sieht's aus, ne? Ja, warte.
Hör mal. So, irgendwann ist aber auch mal gut, mein Freund. Meine Güte. Ah, ich habe immer noch so ein bisschen. Okay, dann machen wir es. Dann machen wir es so. Die kriegen wir doch nach und nach. Das ist doch geil. Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht schaffen würden. 5 Minuten sind wir dran. Mittlerweile. Also knapp. Leben kommst du hier nicht raus. Will ich auch gar nicht. Bereit zum Kampf. So, jetzt ist Feierabend. Komm her, mein Freund. Was immer ihr wollt, ich tue, was immer ihr wollt, nur bringt mich nicht um. Ich will nur, dass du verreckst. So, gute Nacht, Kollege. Der Sklavenhandel ist gesichert. So, einmal Cassandra anfordern. Wir haben das Bel Air in Frisco Fields dicht gemacht. Damit das klar ist, mit Menschenhandel ist jetzt Schluss. Wir finden einen anderen Weg, da Kohle zu machen. Du machst einen großen Schritt in die richtige Richtung, Bruder. Jetzt musst du nur noch Wort halten und uns den Bezirk geben. Das werden wir dann auch tun. Der Supermarkt ist jetzt wieder unsers. Sollen wir dann mehr Infos über Duval? So, der Supermarkt ist ja, wie gesagt, jetzt unser. Der wird jetzt schön hergerichtet, da wo er, wie er sein soll. So, jetzt würde ich gerne hier raus. Hier geht's runter, okay. Und wir kriegen noch einige Boni. Jetzt wird ja vernünftig eingekauft, jetzt wird hier nichts mehr mit Menschen gehandelt, hier werden Lebensmittel und. Oh, fehlt doch Geld. Mit Lebensmittel und was auch immer gehandelt, aber keine Menschen mehr. Sehr gut. Der Laden gehört jetzt komplett alleine. Entschuldigung. So, Tausend Union ist Geschichte. Nur die Fahrzeuge noch sind unterwegs von ihnen. Wunderbar, wir haben auch die Möglichkeit wieder unser kleines Prügelkommando weg loszuschicken, für den Fall, dass wir es brauchen. Aber jetzt zum Anfang ist wahrscheinlich Remy Duval als Invisi nehmen. Da müssen wir jetzt noch ein Stück Auto fahren. Ich zahle aber erstmal mein Geld ein. So, Geld. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Etwas Geduld. Ich bin aber auch 5.500, Moment. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Okay, ich wäre dann soweit. So, Geld ist da eingezahlt. So, nächste Teil. Ja, wieder, wir fahren jetzt da unten hin. Und wir sollen uns mit Donovan treffen. Der hat nämlich mehr Infos über Remy Duval. Die holen wir uns doch noch. In dieser Folge auf jeden Fall. Und dann mache ich Feierabend. Zumindest für heute. Der wollte aber ganz schön mit mir gerade kommen.
Warum sprichst du auf die Straße? Macht man das bei euch so? Macht man das hier so? Habt ihr schon mal irgendwie bei euch in der Stadt gesehen, Leute, die einfach so auf die Straße hüpfen? Für nichts. Ich war hier auf dieser Spur. Und der springt mir auch vom Bürgersteig auf die Straße. Upsala. Naja. So. Viel haben wir nicht mehr, hoffentlich. Viel haben wir nicht mehr. Es fehlt nur noch ein einziger Capo. Und wenn wir Remo die Wahl haben, kommt wahrscheinlich Olivia Marcano rausgeschissen. Weil den ersten haben wir ja schon. Das waren ja zwei Leute. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es, denke ich, mal gut hin. Unsere Leute unterwegs. Wir haben sonst, glaube ich, nichts mehr anderes, ne? Ja. Ein Stückchen von meinem Energy-Drink nippen. Wir wollen gerade einkaufen stellen, müssen wir das zu futtern für mich, für die Katze. Also wie gesagt, die meisten wahrscheinlich mal jetzt Netflix gucken können, aber dann mal meine Katze holen. Das war, glaube ich, auch von vorhin der Fall. Ja, aber, und dann habe ich mir gesagt, okay, dann ist hier noch so ein, zwei Düschen Energy Drink mit. Also, muss ja auch mal sein. Achso, wir haben ja den. So, 100 Meter haben wir noch. Bis wir den guten Donovan treffen. Und hier steht er dann. Wollte er seinen coolen Transport eigentlich stehen? Ja, ich weiß, ich stehe beschissen über die. Weil da hinten wurde, glaube ich, auch einer von uns. Ich weiß nicht, der wurde der. Ach, ist euch das egal. Oh Gott. Ich habe mir schon sowas Ähnliches gedacht. Soll er doch. Frage ich mir auch gerade. Nicht. Ja gut, muss auch mal gemacht werden. Fußnägel scheinen müssen wir machen. Aber mit einer Zange. Ja. Yeah. Gut, da draußen herrscht Krieg. Ist der nächste.
So. Gut. Was haben wir denn hier? Nichts ist offen. Wir müssen entweder den Diakon hier oben machen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts auf der Karte, ne? Nö. Ansonsten haben wir nichts auf der Karte. Das ist das Einzige. Gut. Dann machen wir das doch. Aber nicht heute mehr. Das machen wir nämlich in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bei Mafia 3.